Und damit willkommen hier zu diesem neuen Video und es ist endlich mal wieder soweit nach Ewigkeiten. Es gibt eine neue Folge Frag Jonas, denn in den letzten Monaten hat sich bei mir echt ziemlich viel getan und da dachte ich so, vielleicht sind da ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Und tatsächlich, ich habe euch auf Instagram gefragt, beziehungsweise ihr habt mir ziemlich viele Fragen gestellt und ein paar davon werde ich in diesem Video beantworten. Also weiter geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Die erste Frage kommt von picture.drone und er fragt: Hi Jonas, bist du zufrieden mit deinem Studiozimmer, in Klammern Einrichtung etc.? Und soweit bin ich ziemlich zufrieden, auch wenn noch einige Dinge fehlen. Ein bisschen was wird ja auch noch umgebaut, gerade hier im Bereich, wo ich die blaue Wand gestrichen habe, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was, da ist es noch ein bisschen leer. Von daher, ganz fertig bin ich noch nicht, aber so wie es jetzt ist, bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Die nächste Frage kommt von Thomas Fiso 8 und er fragt: Drittelt ihr alle Kosten im Studio oder wie macht ihr das mit den Kosten? Und den normalen Mietanteil, den dritteln wir auf jeden Fall, also da bezahlt jeder den gleichen Anteil. Und ansonsten so, wenn irgendwelche Dinge für im Studio gekauft werden müssen, sei das jetzt Equipment oder so, dann nehmen wir das jetzt nicht ganz genau, aber so im Endeffekt gleicht sich das schon aus, weil jeder mal ein bisschen was kauft und irgendwie wir alle ohnehin so Dinge aus der gleichen Kategorie, sage ich mal, kaufen. Und von daher sind die Preise dann auch recht ähnlich. Und ich finde, so unter Freunden, da muss man auch nicht auf jeden einzelnen Euro gucken. Und natürlich sind auch wieder einige Fragen zum Mac Pro mit dabei. Und eine kommt von jan.spng und der fragt: Habt ihr den Mac Pro gekauft oder ist dieser eine Leihgabe? Und ich hatte das in meinem letzten Video zum Mac Pro schon nochmal erwähnt. Der Mac Pro, der hier bei uns im Studio steht, der ist nicht gekauft. Der wurde uns ausgeliehen, damit wir damit ein paar Projekte umsetzen können und einfach mal gucken können, wie gut wir den bei uns in den Workflow mit integrieren können und was dieses Teil alles so drauf hat. Und von daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, aber gekauft ist er nicht und ich hoffe einfach mal, dass er hier noch ein bisschen bei uns im Studio bleibt, weil ich glaube, ohne können wir nicht mehr. Das passt auch mega gut zu der nächsten Frage und die kommt von Eckhard Moritz 18 und er fragt: Hast du es schon geschafft, den Mac Pro voll auszulasten? Und tatsächlich nicht mal annähernd. Also gerade wenn man ProRes RAW schneidet, dann merkt man zwar, dass der Mac Pro schon zu arbeiten hat. Alles andere im Footage ist gar kein Problem, aber ProRes RAW, das ist schon anstrengend. Und da merkt man, dass der Mac Pro auf jeden Fall arbeitet, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er überlastet ist. Von daher an die Grenze gebracht habe ich den auf jeden Fall noch nicht. Und auch die Lüfter, die waren bisher immer so leise, auch wenn die richtig laut werden können. Das habe ich letztens rausgefunden. Es gibt ein Tool, mit dem kann man die Lüfter komplett hochdrehen und dann hört der Mac Pro sich an wie so ein Düsenjet, der gerade abhebt. Aber beim normalen Arbeiten war das noch nie der Fall. Die Frage von Matthias-0813 ist auch ziemlich spannend, denn er fragt, wann kommt die nächste Doku? Und ehrlich gesagt, ganz genau wissen wir es noch nicht. Wir sind aber schon dabei, etwas Cooles zu planen. Und ich glaube, wenn das alles so klappt noch in diesem Jahr, dann wäre das auf jeden Fall einfach nur mega. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich hoffe einfach mal, dass wir das realisiert bekommen. Und ich meine, eigentlich ist ja auch logisch, dass wir nochmal irgendwie einen Roadtrip machen. Denn auch der Mac Pro, der ist natürlich nicht hier, um nur ganz normale YouTube-Videos zu schneiden. Da sollen natürlich auch mal größere Projekte drauf geschnitten werden. Und im besten Fall dauert es gar nicht mehr so lang. Ebenfalls sehr viele Fragen gab es zum Studio. Und eine davon kommt von pizzabude-dg- und er fragt: Wohnst du jetzt im Studio? Und ich glaube, das haben einige Leute nicht ganz richtig mitbekommen. Dieses YouTube-Studio hier ist tatsächlich nur zum Arbeiten gedacht. Das heißt, jeder Raum ist so eingerichtet, dass wir gut unsere Videos produzieren können. Mit den Schnittplätzen im Wohnzimmer wird auch noch ziemlich viel aufgebaut. Da ist jetzt gerade noch das reinste Chaos, also davon zeige ich euch lieber keine Aufnahmen. Aber privat wohnen wir jeweils in Wohnungen in Leipzig verteilt und haben da sozusagen unseren privaten Bereich und hier im Studio wird dann ausschließlich gearbeitet. Ich persönlich finde es auch für die Work-Life-Balance ziemlich praktisch, weil ich dann einfach, wenn ich im Studio bin, weiß, dass ich arbeite und wenn ich eben zu Hause bin, dann habe ich sozusagen frei, beziehungsweise nehme mir dann auch frei. r.krxll-179 fragt: Coolste Sache in oder an Leipzig? Und
Ich würde sagen, es ist einfach so dieses allgemeine Stadtbild. Wenn man in die Stadt geht, man hat überall das Gefühl, dass die Leute einfach motiviert sind, noch aus der Stadt mehr rauszuholen. Und die Stadt, die ist allgemein ja noch ziemlich im Aufbau. Es gibt noch viele Ecken, wo verlassene Häuser stehen. Aber es gibt eben auch viele Ecken, wo total neu renovierte Häuser sind und wo man einfach merkt, dass in dieser Stadt etwas passiert. Und wenn man dann überlegt, wo das Ganze in 3 oder 5 Jahren ist und wie sich dann die Stadt verändert hat, dann bin ich einfach super gespannt und freue mich darauf, ein Teil dessen zu sein und das Ganze mitzuerleben. So zu erleben, wie so eine Stadt sich sozusagen neu entwickelt. Und ich glaube, das ist an Leipzig so mit das Coolste, was mir auf jeden Fall jeden Tag auffällt. Und natürlich, dass wir hier das YouTube-Studio haben, aber das steht ja außer Frage. Was war der Grund für dich, 7000 Euro nur für einen Bildschirm auszugeben? Diese Frage kommt von M8EM8IKER. Und tatsächlich haben mir diese Frage ziemlich viele Leute gestellt. Und ich habe ja auch schon zu dem Pro Display Videos gemacht und darunter wurde auch diese Frage ziemlich häufig gestellt. Und da habe ich auch ein bisschen probiert zu erklären, warum ich den Bildschirm gekauft habe. Denn in erster Linie ist das Pro Display einfach ein verdammt guter Bildschirm mit einer hohen Auflösung, was natürlich super gut ist zum Bilder bearbeiten und zum Videos schneiden, eben weil wir auch mit einer ziemlich hohen Auflösung unsere Videos aufnehmen. Aber ebenfalls sehr wichtig ist natürlich, dass die Farben sehr genau sind und das macht einfach das Arbeiten deutlich angenehmer. Gerade bei der Videobearbeitung, wenn wir die Farben nochmal korrigieren, dass alles gut aussieht. Und am Ende ist natürlich die Frage, warum gibt man so viel Geld für ein Display aus? Und für mich war es einfach wichtig, dass ich einen guten Bildschirm habe. Und im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gar nicht so viel bezahlt wie der Preis, der bei Apple auf der Webseite steht, denn ich habe den Bildschirm natürlich bei mir über die Firma gekauft. Das heißt, ich kann die Umsatzsteuer zurückbekommen und ich habe tatsächlich einen Shop gefunden, der das Pro Display etwas günstiger verkauft hat, also nochmal zusätzlich mit einem Rabatt. Und dementsprechend habe ich dann am Ende für den Pro Stand und für das Display, glaube ich, knapp 5400 Euro ausgegeben, was noch immer unendlich viel Geld ist, aber das Display ist eben auch unendlich geil. M0-05-XD fragt, wann kommt eine Smart Home Tour vom Studio? Und die ist auf jeden Fall geplant. Das Ding ist, wir sind einfach noch nicht fertig, aber sobald wir mit dem Studio komplett fertig sind, wird es eine Roomtour bzw. eine komplette Studio-Tour geben. Es wird eine Tour geben, die ausschließlich auf das Smart Home Setup, was wir hier alles benutzen, eingeht und vieles mehr, aber ein bisschen Geduld müsst ihr leider noch haben. Bachil fragt, behältst du deinen MacBook Pro? Und tatsächlich ist die Antwort nein. Zum einen, weil ich ohnehin jetzt hauptsächlich am Mac Pro meine Videos schneide, einfach weil der deutlich besser mit dem Videomaterial klarkommt. Und zum anderen, weil mein 16 Zoll MacBook Pro nur ausgeliehen war, und zwar von Grover. Grover ist ein Dienst, wo ihr sozusagen eure Technik aller möglichen Art einfach ausleihen könnt und diese sozusagen mieten könnt für bestimmte Zeiträume. Ihr könnt die von 1 Monat bis zu 12 Monaten mieten. Und das ist eben ziemlich praktisch, wenn man eben technische Geräte nicht dauerhaft besitzen möchte, sondern einfach nur für einen bestimmten Zeitraum haben möchte. Und von denen war das Ganze ausgeliehen und die Leihgabe ist jetzt sozusagen vorbei. Von daher musste das MacBook Pro ohnehin wieder zurück. Zum Glück haben wir jetzt hier den Mac Pro noch stehen, aber ich bin mal gespannt, wie das Ganze für mich ist, wenn ich auf Events bin oder wenn ich unterwegs bin, weil den Mac Pro, den kann ich natürlich nicht immer mitnehmen. Tatsächlich sind hier ziemlich viele Fragen zu meiner Freundin bei, aber bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich noch auf die Frage von da-marius- eingehen, denn er fragt Top-Kandidaten für dein nächstes Auto und tatsächlich bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also mein Volvo V60, mit dem bin ich zum einen super zufrieden und den habe ich jetzt noch bis Juli nächsten Jahres, also ich habe jetzt noch knapp 1 Jahr Zeit, mir zu überlegen, welches Auto als nächstes kommt und das Einzige, was ich weiß, dass es auf jeden Fall elektrisch sein muss. Also am liebsten voll elektrisch, eventuell ein Hybrid, je nachdem, was für coole Autos es dann gibt. Aber ich glaube, der Top-Kandidat, der auf jeden Fall auch realistisch wäre, wo ich mir auch schon tatsächlich 1-2 Angebote eingeholt habe, das ist der Polestar 2. Weil ihr wisst es wahrscheinlich, ich bin den bereits einmal Probe gefahren und ich bin super begeistert von diesem Auto, einfach weil es natürlich auch eine Marke ist, die Volvo sehr ähnlich ist und einfach trotzdem Spaß macht und
Ich mag dieses Auto einfach. Eine ziemlich interessante Frage ist noch von usri.m.b und der fragt, habt ihr Einbußen durch die Corona-Krise, Projekte, Einnahmen und so weiter? Und natürlich ist auch die Corona-Krise an uns nicht komplett spurlos vorbeigegangen, wobei wir die meisten Einschränkungen sozusagen darin gemerkt haben, dass einfach keine Events stattgefunden haben, was sonst auch immer ein ziemlich großer Bestandteil von uns ist, beziehungsweise von unserem Alltag, dass wir viel unterwegs sind auf neuen Produktvorstellungen und dass natürlich dann auch Events wie zum Beispiel das Polestar-Event, wo wir von Berlin nach München gefahren sind mit dem Auto, natürlich unter besonderen Maßnahmen stattgefunden haben und einfach alles ein bisschen vorsichtiger und etwas weniger von allem ist. Aber so allgemein an Aufträgen, die wir von Firmen bekommen und Anfragen für Kooperationen, da merkt man nicht wirklich, dass das Interesse zurückgegangen ist. Es gibt zwar einige Kooperationen, die erstmal verschoben wurden, eben weil natürlich auch die Firmen selber nicht wissen oder wussten, wie sich die Krise entwickelt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich mir das Ganze schlimmer vorgestellt, als es im Endeffekt gekommen ist. Kommen wir jetzt aber zu den Fragen, die meine Freundin betreffen. Und die erste ist von Malte mit 3e.st. Und er fragt, wie heißt deine Freundin? Und meine Freundin heißt Charlotte. Ich finde das einfach einen wunderschönen Namen, auch wenn ich sie meistens Lotti nenne. Aber der Name, der gefällt mir auf jeden Fall. Und diese Frage kommt von Design-Things. Und er fragt, leben deine Freundin und du zusammen? Und das ist leider das Problem. Wir leben nicht zusammen. Wir wohnen auch nicht beide in Leipzig. Ich wohne alleine in Leipzig und meine Freundin, die wohnt in Berlin. Das große Glück ist aber, dass ich mit dem Auto auch ziemlich mobil bin und auch häufig mal nach Berlin fahren kann. Das geht auch von der Entfernung noch. Und auch zeitlich gesehen kann man problemlos in 1,5 Stunden von Haustür zu Haustür fahren. Auch die Zugverbindung ist ziemlich gut. Also es ist schon so, dass wir uns regelmäßig sehen. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn wir auch in einer Stadt wohnen würden. Okay, hier sind tatsächlich noch einige Fragen. Also wenn ich mal so durchscroll, da ist wirklich viel dabei. Und auch noch viele spannende Fragen, die ich gerne beantworten würde, aber das würde einfach den Rahmen von diesem Video sprengen. Also folgt mir am besten auf Instagram, dann verpasst ihr auch beim nächsten Mal nicht, um Fragen zu stellen für eine neue Folge Frag Jonas. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung und abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr zu spannender Technik und hier aus dem Studio verpassen möchtet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!